Dann würde ich sagen, gehen wir doch noch mal zum Dürfte ich Ihnen meine Karte da lassen? Ich bin nicht seine Privatsekretärin, Mr. Holmes. Was ich auch nicht angenommen habe. Vielleicht könnten Sie aber eine Nachricht in die Baker Street 221b schicken, wenn er zurückkommt. Ich glaube, das wäre möglich. Ich werde ihm sagen, dass Sie hier waren. Ich wäre Ihnen für diese Mühe sehr dankbar. Okay. Kann man nur darauf hoffen, dass die sich bald meldet. So, wo ist das Hospital? Weil ich würde ganz gern nochmal mit Mycroft sprechen. Oberschwester, wir gehen hinüber zur neuen Intensivstation. Aber sicher, Mr. Holmes. Kümmern Sie sich bloß nicht um die Krankenhausregeln. Ignorieren Sie ruhig meine Autorität. Zwingen Sie uns einfach Ihre gesetzlosen und rüden Manieren auf. Wenn das Ihre Vorstellung von einem hilfreichen Empfang ist, könnten Sie noch viel dazu lernen. Sehr schön. Ein Konter nach dem anderen. So, Mycroft. Mycroft, was ist mit Professor Dewar? Warum tötete Cain seinen Bruder? Ja, ich weiß, dass er Professor Abels Kollege war. Ich meine doch, wo ist er jetzt? Ist er in Gefahr? Man tritt es mit Füßen. Denn wo liegt das Geld? Der Mann, der es machte, wollte es nicht. Der Mann, der es kaufte, benutzte es nicht. Der Mann, der es benutzte, kannte es nicht. Was ist das? Die 9. Primzahl. Genug Rätsel, Mycroft. Sprich Klartext. So schwierig, heute wirklich gute Fish and Chips zu finden. Ich bin... Büffelchips nehmen sie im amerikanischen Westen als Treibstoff. Westlich von Chelsea sind alle Mütter... Ich muss mich entschuldigen, Bruder. Ich war frustriert. Ich habe die Einzelteile jetzt beisammen. Okay. Ja, es war ein bisschen rätselhaft, ne? Er hat einen bemerkenswerten Verstand, Watson. Ich weiß, wo die Wahr ist. Wenn Sie es mir sagen, wissen wir es sogar beide. Im Sprichwort liegt das Geld auf der Straße. Die Lösung des Rätsels ist der Sarg, auf Englisch Coven. Und die 9. Primzahl ist die 19. Die Wahr befindet sich in der Coven Lane Nummer 19. Das ist auf der anderen Seite des Flusses in Bermondsey. Wir können gehen. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, direkt dahin. Und tschüss. Vielleicht kommen wir noch mal wieder. So. Hier. Okay, Labor. Oha. Okay, schauen wir uns erstmal um. Dieses fassbäuchige Öfchen steht ganz offensichtlich hilflos vor der Aufgabe, das ganze Labor zu wärmen. Die Kohlenschütte ist leer und die Klappe des Brennraums, was, ausgehangen. Das ist aber nicht gut. Der Ofen ist auch nicht wärmer als der Raum. Ein Pinguin würde hier wahrscheinlich gerne nisten. Was ist das? Der Brennraum enthält weder Ruß noch Asche. Ein gefaltetes Blatt cremefarbenes Papier liegt direkt hinter dem Wulst. Erkennen Sie dieses Dokument, Professor? Es steckte im Ofen. Nein, verflucht komischer Aufbewahrungsort, aber sicherer als die meisten anderen. Ich mache nämlich nie Feuer. Mycroft muss es da reingesteckt haben, aber bitte legen Sie es wieder zurück, ja? Ja, ich weiß ja nicht, was das ist. Bei dem Papier scheint es sich um irgendein offizielles Dokument zu handeln. Es trägt eine Nummer neben den Insignien des staatlichen Patentamts. Die beiden Enden sind versiegelt.
Wachsiegel waren noch niemals wirklich sicher und heutzutage sind sie kaum mehr als traditionelle Überbleibsel. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, ein Siegel zu öffnen, ohne das Papier zu beschädigen, und jeder halbwegs geschickte Fälscher kann ein Siegel in Minutenschnelle nachmachen. Das geht nicht, Mr. Holmes. Bitte legen Sie sie zurück. Sie ersparen mir damit eine Menge Arbeit. Ja, okay. Dann machen wir halt wieder zu. Entschuldigung. So, was haben wir hier noch? Ja, mit Watson reden wir auch gleich mal. Ein exquisites Mikroskop mit 10-facher Vergrößerung stellt das wertvollste Ausrüstungsstück im Labor dar. Aber 10-fach ist doch jetzt gar nicht so viel, oder? Das war's schon. Eine Sammlung von Chemikalien und Reagenzien mit genauer Beschriftung steht auf dem Labortisch. Devars Kollektion enthält alle möglichen Arten von Säuren und Ölen. Sie stünde einem professionellen Labor gut zu Gesicht. Dieses stabile Notizbuch enthält die Aufzeichnungen und Formeln von Devars Experimenten. Das Tagebuch, wahrscheinlich nur eines von vielen, umfasst die letzten paar Tage. Einige Seiten sind fleckig oder riechen nach fauligen Dämpfen. Dieser Ballon enthielt früher einmal Salzsäure. Die neue Beschriftung besagt, dass jetzt die organischen Abfälle hier hineinwandern. Der Verschluss ist nicht ganz fest aufgesetzt, sodass Gasdruck entweichen kann. Der Gestank ist ätzend und kann möglich unmöglich gesund sein. Watson ist auch schon am Kotzen. Eine leicht beunruhigende Mischung von Flaschenröhren, Retorten, Pipetten und Säureballons ist über die Arbeitsfläche verteilt. Hier und da kocht ein chemisches Gebräu, andere Tropfen nur lautlos erzeugen Rauch oder übel riechende Gase. Ein einfacher Eichentisch dient Devar als Schreibtisch. Ein Stapel von Aufzeichnungen, Daten, Tagebüchern, Nachschlagewerken und handgeschriebenen Notizen bedecken die Oberfläche. Nur der Autor kann diese Masse an losem Papier noch auseinanderhalten. Ja, aber aufräumen. Ernsthaft? Oh. Ups. Ich bitte um Verzeihung, Professor. Bitte entschuldigen Sie meine Unachtsamkeit. Das macht nichts. Da steht nichts Wichtiges. Okay. Na gut. Oh, Teeservice. Devar trinkt seinen Tee aus Sèvres Porzellan mit Mahnmuster. Kekskrümel liegen noch auf dem Teller. Über die Süßigkeiten wurde entweder Puderzucker gestreut oder der Professor hat sie mit einer seiner Pulvermischungen verseucht. Na gut. Oh, hier ist noch was. Der Merkindex enthält die abgekürzten Beschreibungen hunderter von Chemikalien. Das ist ein Handbuch für reine Profis. Na gut, dann schauen wir uns ihn mal an. Professor Devars aufgelöste Erscheinung versteckt ein erstklassiges Gehirn vor oberflächlicher Betrachtung. Jede Forschung des Chemikers wird von einer ausgewählten Gruppe von Beratern im Außenministerium peinlichst genau verfolgt. Ja, dann quatschen wir mal mit ihm, ne? Professor Devar, ich bin Sherlock Holmes. Mycroft ist mein Bruder. Ich sehe eine gewisse Ähnlichkeit. Was wollen Sie? Dr. Watson und ich hatten gehofft, dass Sie uns bei ein paar Nachforschungen helfen könnten. Ich habe schon von Ihnen gehört, Sir. Ich stecke gerade mitten in etwas sehr Delikatem, also passen Sie bitte auf, wo Sie hintreten. Ja? Ja, wie? Ja, boah,
wir können eigentlich alles hier. Haben Sie in jüngster Zeit unerwünschten Besuch erhalten? Außer Ihnen niemanden. Ich bin es gewohnt, ohne Unterbrechung zu arbeiten. Weiß Ihre Familie, wo Sie sind? Ich bin Junggeselle, Mr. Holmes. Wo ich bin, geht nur mich etwas an. Wie kommt es, dass Sie hier sind? Ihr Bruder hat darauf bestanden. Sagte, die neue Formel sei verschwunden und dass er mich aus der Schusslinie haben wolle, bis sie wieder aufgetaucht ist. War höchst erfreut, dass dieses Labor gut ausgestattet ist. Mycroft ist bei einer Explosion verletzt worden, Professor. Hat das was mit meiner Arbeit zu tun? Sein Club ist in die Luft geflogen. Die Polizei hält es für einen Unfall. Aber wir glauben, jemand hat eine Bombe gelegt, die Mycroft töten sollte und dass es etwas mit dem Diebstahl ihrer Formel zu tun hat. Basiert Ihre Hypothese auf handfesten Fakten? Jawohl. Und hätte er sich um seine eigene Sicherheit so gesorgt wie um Ihre, bräuchten wir uns jetzt gar nicht zu unterhalten. Ja, das stimmt wohl. Haben Sie heute schon Ihren Tee genommen? Mehrere Tassen erhitze ich hier auf dem Bunsenbrenner. Sehr praktisch. Wollen Sie einen Keks? Nee, lieber nicht. Nein, danke. Ich habe keinen Appetit. Professor, worum geht es in Ihrer Formel? Während Abel und ich mit Ballistit arbeiteten, das ist Nobels neuestes Zeug, konnten wir einen außergewöhnlich starken Sprengstoff raffinieren. Er ist vielseitiger und weniger kapriziös als Nitroglycerin. Die strategische Bedeutung ist wohl offensichtlich. Also haben Sie die Komponenten laut Vorschrift des Außenministeriums registrieren lassen? Ja, ich habe noch ein paar Modifikationen vorgenommen, die das Bombendesign und die Detonationsgeschwindigkeit beeinflussen, aber im Großen und Ganzen steht die Formel. Könnten Sie die Formel aus dem Gedächtnis niederschreiben? Vielleicht. Unter größten Schwierigkeiten. Die Formel beschreibt eine komplexe und einzigartige Mischung aus chemischen Bestandteilen. Wahrscheinlich hätten nur wenige staatliche Stellen die Mittel und das Wissen zur Beschaffung oder Herstellung solcher Materialien. Ich verstehe. Niemand könnte daraus mal schnell eine Bombe zusammenbauen. Mycroft ist nicht durch mein Werk verletzt worden. Haben Sie eine Kopie der Formel? Mycroft sagte etwas über eine Kopie, aber ich fürchte, ich wüsste im Moment nicht, wo ich suchen sollte. Ja, die haben wir ja schon gefunden, keine Sorge. Wo ist Professor Abel? Er hält Vorlesungen in Amerika, predigt den Konvertierten oder wirft Perlen vor die Säue. Je nach Auffassung. Seine Familie ist bei ihm. Kann man aus den Zerstörungen leicht auf den Grund einer Explosion schließen? Nur selten, aber mit Gewissenhaftigkeit und den richtigen Forschungsmethoden kann man oft aus der Art des Feuers, aus den Schäden und aus den organischen Folgen Schlüsse auf die Ursache ziehen. Dr. Watson hat etwas Quecksilberniederschlag entdeckt, aber wir haben die Probe bei unseren Experimenten aufgebraucht. Wenn die Explosion von einer Bombe ausgelöst wurde, gibt es wahrscheinlich noch mehr Beweisstücke. Ein Zünder oder Zeitzünder, chemische Verbrennungen oder irgend so etwas. Ja, wir haben ja Teile von einem Zeitzünder gefunden. Ist das eine Kopie Ihrer Formel, Professor? Da scheint Ihr Zeichen drauf zu sein. Dann ist es auch meins. Nehmen Sie es mir nicht übel, Professor, aber ich habe noch nie einen so widerlichen Gestank gerochen. Nehme ich nicht übel. Was für den einen Parfum ist, ist für den anderen eine Kloake. Aber der Gestank hat auch sein Gutes. Die Nachbarn glauben alle, ich experimentiere an neuen Düngemitteln herum. Unwissenheit ist kein Segen, wie das Sprichwort behauptet. Aber sie kann ganz nützlich sein. Professor, könnten Sie diese Feder für mich analysieren? Ich habe Grund zu der Annahme, dass... Genug, Mr. Holmes. Ich sehe, was das ist. Sie glauben, dass es etwas mit Ihrer Bombe zu tun hat. Bitte beeinflussen Sie die Untersuchung nicht. Ich muss mir mein eigenes Urteil bilden. Ja, dann mach das bitte. Ausgezeichnet. Gesunde Einstellung. Wie kann ich Sie erreichen? Schicken Sie eine Nachricht in die Baker Street 221B, wenn Sie die Ergebnisse haben. Okay, das wäre jetzt mal sehr interessant zu erfahren von ihm, was er da rausbekommt. Na gut, das haben wir. Dann schauen wir mal mit Watson. Erkennen Sie diese durchdringende Mischung beißender Gerüche, Watson? Faule Eier, Pferdemist und Haushaltsreiniger, glaube ich. Widerlich. Treffende Beschreibung, aber höchst unwissenschaftlich, Doktor. Ammoniumsulfat und Nitrate wäre präziser. Vielleicht, aber ich rate Ihnen, flach zu atmen. Oder Sie könnten ohnmächtig werden. Okay, ja gut, dann gehen wir mal wieder. Wo ist denn hier der Ausgang?
Ach da. Gut, gut.